Hoch in den Dom soll es gehen, zu den Glocken. Heute ist die Führung etwas Besonderes. Es ist der Abend vor Heilige Drei Könige und nur vor hohen Feiertagen läuten im Kölner Dom alle Glocken. Das Besondere an diesem Geläut ist es, dass es a. wunderbar harmonisch aufeinander abgestimmt ist und dass natürlich den Grundton bei Vollgeläut die noch immer größte freischwingende Glocke der Welt abgibt mit einem unglaublich schönen Sound, also die Petersglocke. Doch vorher geht es gemeinsam mit der Dombaumeisterin erstmal runter. Bei den Ausgrabungen unter dem Dom wurde die Stelle freigelegt, an der die ältesten Glocken im Turm gegossen worden sind. Die Preziosa und die Speziosa hängen seit 1449 gemeinsam im Dom. Der Weg zu den Glocken führt mit dem Aufzug am Baugerüst hinauf in das erste Obergeschoss des Südturms. Und weiter, nach einem Blick in den Dom, zur Uhr. Die rein mechanische Uhr lässt seit 1880 die Glocken im Turm zur Stunde läuten. Und dann geht es weiter hinauf. Enge Treppen führen unter den Glockenstuhl. Ein kleines Technikmuseum. Die ausgemusterte Lichtanlage, der alte Motor, mit dem die Glocken betrieben worden sind, und ein paar kaputte Glocken. Zu jedem Teil hat die Dombaumeisterin eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Danach wieder Treppen. Die letzten zur Glockenstube. Die wird beherrscht vom dicken Pitter, der Petersglocke. Ja, sie ist eben sehr groß. 24 Tonnen und sie wird nicht geschlagen, sondern sie schwingt. Es gibt größere Glocken, die werden aber geschlagen. Da bewegt sich nicht die Glocke, sondern der Klöppel. Und dadurch hat, und weil sie einfach ein Meisterwerk des Gusses ist, sie hat wirklich einen unglaublich schönen Ton. Und pünktlich um 7:30 fängt er an zu schwingen. Die sieben anderen Glocken setzen nach 10 Minuten ein. Das beeindruckende, volle Geläut lässt den Boden vibrieren. Es ist zu laut, um ohne Ohrenschutz daneben zu stehen. 20 Minuten läuten die Glocken an diesem Abend. Die Führungen vor den Feiertagen sind begehrt und deshalb ist es nötig, sich zeitig anzumelden. Aber auch an jedem anderen Tag kann man an einer Glockenführung teilnehmen. Informationen dazu erhält man bei der Domverwaltung.